Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, es ist mal wieder so soweit, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ernten ist mal wieder angesagt, wir haben ja noch einige Hektar vor uns und wir wollen zumindest mal wieder ein Feldchen schaffen. So, was haben wir denn? Aktive Seite links, alternativer Helfer. Ist jetzt drinne, okay. So steigen wir aus, ist nicht so cool. Ja, ne, dann. Naja, geht so nicht. So müssen wir es machen. Was haben wir hier eigentlich? Genau, Gerste haben wir hier. Ich glaube nicht, dass wir hier Ballen pressen. Das heißt, wir machen das mal alles gehäckselt. Ja, machen wir. So, stellen wir Helfer an, springen einmal über den Graben, damit wir den nächsten losschicken können. Prüfen wir einmal, ich glaube, das passt alles. Stellen. Zwei haben wir noch und wenn wir die drauf haben, ist der erste bestimmt schon voll. Genau, fahren wir rückwärts. Läuft bei uns. Oh, schmeißen wir das gute Gerät an. Auch da haben wir den richtigen Helfer drin. Ein letzten noch. Der vierte muss auch mit. Bisschen Power Erde, ne? Vier Drescher hier im Gerste. Wenn wir so schnell anhängerweise voll kriegen. So, passt. Alle laufen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sprutteln. Müssen wir mal den ersten. Ah, welchen nehmen wir denn? Ich behaupte, wir nehmen den hier. Hat gute Kapazität. Ne, ist der kleinste Anhänger, das ist ja ehrlich. Ja, nehmen wir den, ist ja egal. Das müsste der größte sein. Ja, hier brauchen wir jetzt auch noch kein Kursplay einzeichnen, weil ich glaube nicht, dass wir viel auf dem Hof zwischenlagern werden. Also ich möchte, wie gesagt, ein bisschen von der Gerste dann in die Mühlen kippen, dass unsere Getreidemühlen nochmal wieder ordentlich in Gang kommen. Wir ordentlich Mehl produzieren. Ist ja ein bisschen langsam, ne? Jetzt machen wir den schönen sauberen Traktor auch schon wieder dreckig. Wir fahren übers Feld, das ist ja geerntet. Die Abkürzung kann man mal in Kauf nehmen. Mal sehen, hinten stehen sie schon, also es war klar. Das Getreide ist echt aktiv abzufahren. Jetzt haben wir vier Drescher im Einsatz. Können wir richtig viel zu tun. Wahrscheinlich kommen wir nicht ansatzweise hinterher alleine. Es sei denn, sobald wir dann Abfallhelfer haben. Aber jetzt können wir sie nicht einstellen, weil
Die würden wieder irgendwo in der Pampa verschwinden. Den hier, wo er gerade steht, schon mal leer machen. Denn wir wissen ja bekanntlichermaßen, die Glasdrescher können wesentlich schneller abbunkern. Das ist auch mal ein schönes Bild. Hier haben wir sie alle beisammen jetzt. So, zack, leer. Machen wir erst den leer. Steht hier auch so praktisch, kann man gleich stehen bleiben. Und eigentlich schöner ist es ja, wenn wir das mal kurz wegschalten. Das war doch noch nicht alles. Aber der Anhänger ist ein bisschen zu weit. Was soll das denn jetzt? Wird nichts, ne? Wir schieben den nur immer weiter weg. Naja, komm, so viel ist da jetzt ja nicht mehr drin. Wir können mit dem vorfahren. Langsamer. Mal gucken, ob ich die kommen jetzt schon mal hinterher zumindest. Wie ist denn da eigentlich drinne? Muss auch mal langsam gewesen sein hier. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, jetzt der Anhänger ist schon zu 50% gefüllt. Das können wir hier hinten noch abholen, weil der steht, glaube ich, auch schon wieder. Ja, nicht schon wieder, sondern der steht jetzt. Und der zweite ist auch auf jeden Fall wieder dran. Es wird Zeit, dass wir hier Cosplay-Unterstützung kriegen. Weil sobald der voll ist, haben wir null Chance wegzufahren. Ein Abfahrer ist für vier Drescher auch viel zu wenig. Jetzt steht nämlich, glaube ich, der zweite. Ne, die stehen alle da hinten oder was? Hä? Ne, die fahren noch. Ist täuscht. Okay, der ist leer. Vielleicht hätten wir auch vier Glasdrescher haben sollen. Dann hätten wir das Problem mit dem Abbunker nicht. Wir haben mittlerweile 3,4 Millionen. Nur mal so am Rande erwähnt. Eigentlich wollte ich den auch gar nicht anfahren. Hier wollten wir hin. Das dauert so lange. Dann will nämlich auf jeden Fall der nächste schon wieder. Und so viel passt denn hier eh nicht mehr rein, ne? So, bei dem noch ein bisschen. Dann können die zumindest noch ein Stückchen fahren.
Ah, der erste wird auch schon wieder. Wahnsinn. Ah, wird keine besonders schnelle Ernte werden. Also wir werden die mit Sicherheit nicht lange am Laufen halten können mehr. Aber wir sehen auch, wenn die erstmal einmal rundherum sind, dann ist das Feld schon echt ein bisschen schöner befahrbar. Und dann können wir uns auch darum kümmern, dass zumindest ein Abfallhelfer noch uns ein bisschen unterstützt, die Dresche da abzubunkern. Ah, schiebt schon wieder ganz schön der Anhänger. Vor allem, weil wir bei dem ja irgendwie kein richtiges Frontgewicht rankriegen. Oder sollen wir die Ladung jetzt schon mal zur Mühle bringen? Gott, ist das holperig hier. Hilfe. Malheur. Ein kleines Missgeschick mal wieder. Voll holprige Strecke gewesen und da kriegt er keinen Grip mehr und schon mal abgeflogen. Ja, guck, jetzt hat er nämlich die Aufgabe erfüllt. Wir mussten ihn nicht mehr tanken. Werden wir gleich mal dann erledigen. Also ich glaube schon, was soll's, ne? Machen wir das jetzt gleich am Anfang oder nichts? Wir kriegen noch so viel hier raus. Das ist echt ein bisschen nervig, gerade zu fahren. Dreht sich bei jeder Kleinigkeit ein. Ein 76.000 Füllstand hier. Ja, dann muss der Radlader natürlich nochmal wieder eine Aufgabe zugewiesen kriegen, aber mittlerweile muss man sagen, haben die auch schon echt was geschafft, ne? Von den ganzen Silagebergen, die beiden Radlader. So, und jetzt gibt es nochmal ordentliche Ladung Gerste hier. Komische Kollision hier. Stopp. Auskippen. Noch ist er sauber. So, und zurück zur alten Wirkungsstätte. Die nächste Ladung aufnehmen. Zack, ist er wieder halb voll. Was haben wir hier drüben denn eigentlich? Raps. Hier haben wir noch ein schönes Rapsfeld. Was wohl logischerweise nach diesem Gerstenfeld kommt. Aber wir haben Gerste, also Gersten, Gerstefeld. Wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich hätte hier auch schon Crossplay eigentlich zum Auskippen einzeichnen können. Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Stopp. Also wir sind fast zur Hälfte rum. Und das war eine ganze Anhängerladung. Und ich denke, wenn wir hier gleich sind, mit den Dreschern, dann ist es auch schon soweit. Möglichst nah am Getreide fahren. So, damit die gleich wieder weiter schön in Reihe fahren. Können wir das Feld von hinten aufräumen. Außer der zweite wollen sie auch alle abbunkern. Also er hier auf jeden Fall, der steht schon. Ja, alle anderen Traktoren sind leider irgendwie kaputt. Na, wir holen gleich mal einen zweiten. Kann ja nicht schaden, dass wir den dann auch schon mal dann hier haben. Wir müssen eh mal schnell den Radlader dann rausschmeißen und aufteilen. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Denn wenn ich mal so auf die Aufnahme gucke, ist es für diese Folge auch schon wieder gewesen. Ich finde, wir sind ganz gut hier
gestartet, haben jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Aber naja, gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Schönen Tag noch, schönen Abend.